Meine lieben Mitmenschen, meine lieben Mitbürger Deutschlands, mein Name ist Karl Hilz, ich bin pensionierter Polizeibeamter seit 2018. Ich habe 43 Jahre in München Dienst geleistet, um die freiheitlich-demokratische Grundordnung aufrechtzuerhalten. Ich bin hier zufällig vorbeigekommen und habe gehört, dass man eine Spontandemo eröffnet, mit der Begründung auch, dass an der Friedrichstraße heute der Demonstrationszug nicht stattfinden durfte und man damit jetzt dagegen protestieren will, dass diese Polizeiwillkür in Berlin dazu geführt hat, dass eine genehmigte Demonstration unterbunden worden ist. Deshalb habe ich mich auch bereit erklärt, bei dieser Spontandemonstration zu sprechen und darauf hinzuweisen, dass ich vor über 43 Jahren einen Eid geleistet habe, und zwar auf das Grundgesetz und die bayerische Verfassung, nicht auf irgendeinen Politiker, nicht auf irgendeine Partei und nicht auf irgendeine politische Richtung, sondern für die freiheitlich-demokratische Grundordnung, auf dessen Boden ich immer noch stehe. Ich fühle mich diesem Eid nach wie vor verpflichtet und auch verpflichtet, für die Bürger der Bundesrepublik Deutschland und für die bayerischen Bürger die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu erhalten, die aus meiner Sicht gerade von den Regierungen angegriffen wird, und wo unsere Grundrechte zu Unrecht beschnitten werden. Ich erinnere die eingesetzten Polizeikräfte hier auch an ihren Amtseid, der auch auf das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland geleistet worden ist, und auf die Berliner Verfassung. Auch dort nicht auf irgendeinen Politiker, irgendeine politische Richtung oder dergleichen. Deshalb bitte ich die hier eingesetzten Kollegen, auch eine Spontandemonstration durchführen zu lassen, wie es in jedem Ländergesetz vorgesehen ist. Ich bitte darum, diese Versammlung auch zu schützen. Diese Versammlung ist friedlich. Es ist erklärt, dass von dieser Versammlung keinerlei Gewalt ausgehen wird. Und ich bitte die Polizeibeamten, sich auch an diese Spielregeln zu halten. Ich bedanke mich auch schon hier, dass die eingesetzten Polizeibeamten diese Spontandemo schützen und dafür sorgen werden, dass dieses Grundrecht nicht beschnitten wird. In unserem Grundgesetz ist im Artikel 1.1 die Würde des Menschen als oberstes Staatsziel und eben als Pflicht für die hier regierenden Politiker, diese Würde des Menschen zu schützen und zu erhalten, festgeschrieben, ohne jeden Gesetzesvorbehalt und ohne jede Möglichkeit, diese Würde in irgendeiner Form anzutasten. Aktuell sehe ich die Würde unserer Bürger dadurch angetastet, dass man die Menschen zwingt, sich Masken ins Gesicht zu hängen, dass sie ihre gegenseitige Mimik nicht mehr sehen, nicht mehr nonverbal vernünftig kommunizieren können, kein Lächeln mehr sehen können, was sonst das Herz erfrischt. Und das bezeichne ich als Angriff auf die Würde unserer Menschen. Deshalb fordere ich alle Landesregierungen und auch die Bundesregierung auf, diese Maskenpflicht sofort zu beenden. Denn es ist ein Verstoß gegen Grundgesetz Artikel 1.1. Dieser ist unveränderbar festgeschrieben. Dazu ist unveränderbar im Grundgesetz festgeschrieben der Artikel 20
Grundgesetz, in dem auch im Absatz 4 ein Widerstandsrecht aller Bürger festgeschrieben worden ist, wenn diese Verfassung von irgendeiner Macht eingeschränkt oder neutralisiert werden sollte. Dieses Widerstandsrecht scheint heute in Kraft getreten zu sein, nachdem zwei Gerichtsentscheidungen von der Exekutive und ich nehme an von der politischen Macht in Berlin unterlaufen worden ist und die Polizeikräfte angestiftet worden sind, diese Versammlung nicht durchführen zu lassen. Schon 1956, meines Wissens nach, hat ein Rechtsprofessor den Bundestag beraten, wann Artikel 20 Absatz 4 Geltung erlangt. Der hat damals festgeschrieben, wenn keine gerichtliche Hilfe mehr erreicht werden kann, dann hätte das Volk Anspruch, diesen Widerstand zu leisten, und zwar in der Form, dass sie die Grundrechte, die festgeschrieben sind, auch trotz Verbot der Mächtigen des Staates ausüben. Das machen wir hier gerade in dieser Spontandemonstration. Und ich bin der festen Überzeugung, dass heute durch die Nichtbeachtung zweier Gerichtsentscheidungen durch die Regierung und durch die eingesetzten Polizeikräfte verhindert worden ist, so dass nun die Bürger das Recht haben, genau diesen Widerstand, nämlich ihre Grundrechte, auszuüben, so wie es das Grundgesetz erlaubt, selbst ohne Beachtung der aktuellen Wünsche unserer Regierung auszuleben. Das heißt, wir dürfen uns versammeln, wir dürfen unsere Meinung frei äußern, wir dürfen auf unsere Gesundheit selbst schauen. Ich kann selbst bestimmen, ob ich mich von meinen Enkeln mit irgendeiner Krankheit anstecken lasse oder nicht, oder von meinen anderen Verwandten. Es ist mein Recht auf Gesundheit und Leben, das der Staat zwar zu schützen hat, soweit er es kann, aber er darf mich dazu nicht entmündigen. Es ist auch so, dass Artikel 1 Grundgesetz und Artikel 20 erfüllt sind, wenn die Menschen hier menschenwürdig leben können. Ich sehe das gefährdet, wenn durch diesen Lockdown und vielleicht einen zusätzlichen Lockdown das Einkommen der Menschen hier so geschmälert wird, dass sie sich Essen, Trinken, Dach über dem Kopf und Teilhabe am sozialen Leben nicht mehr leisten können. Deshalb fordere ich die Regierungen auch auf, sich damit zu beschäftigen, die Menschen mit einem bedingungslosen Grundeinkommen aufzufangen. Denn die Regierungen haben die zu erwartende Not verursacht und haben jetzt auch die Pflicht, den Menschen weiterhin ein würdevolles Leben zu ermöglichen. Und dazu gehört einfach, dass jeder Mensch, der hier geboren wird, von der Geburt bis zum Grab, Essen, Trinken, Dach über dem Kopf und soziale Teilhabe sich leisten kann. Dann gibt es das würdevolle Leben hier, wie es das Grundgesetz vorschreibt. Ich werde jetzt das Mikrofon wieder abgeben, weil hier weiter Musik gemacht wird. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch alles Gute.